Ja, unsere erste Tour beginnt. Herzlich willkommen zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir fahren in unserem neuen Let's Play Projekt hier von Hannover nach Kiel. Das ist Das ist unsere erste Tour. Ist zwar eine sehr, weitaus sehr, sehr kleine Tour, aber für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ja, vielleicht schaffen wir sogar mehrere Touren in diesem Video, was eigentlich nicht vorgesehen war. Also laut Vorschlag meines Kumpels einfach pro Video eine Tour. Und das machen wir jetzt auch, beziehungsweise wenn eine Tour natürlich ein bisschen sehr viel länger dauert, beziehungsweise über eine Stunde, ne, werde ich die natürlich auch schneiden in 15 beziehungsweise 20 Minuten Parts. Aufgrund dessen, weil eine Stunde 15, das schaut sich keiner an, wie ich da mit dem Truck fahre. Ganz ehrlich. Nee, dann lieber in mehreren Parts. Hm? Genau, gut. Das erstmal vorab. Das hätte ich auch noch im Infovideo klären können, aber darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Dann starten wir erstmal unseren Motor. Ich fahre ja immer wieder gerne im dritten Gang an. Ja, dann zieht er richtig schön. Oder auch nicht. Das ist ein Scania R. Ja, wir fahren ein Scania R Modell. Das sieht man es mal wieder. Ja, und der hat schon ein bisschen älter. Ich glaube, den muss ich sogar im ersten anfahren. Ja, selbst da zieht er nicht richtig. Sie haben Post. Ach ja, jetzt kommt ja die gesamte Post, die kenne ich ja schon. Bin ja schon mal ETS gefahren. Ist keine so interessante Post, wer es kennt von anderen ETS-Videos. Beziehungsweise von anderen ETS-Let's Playern. Oh Mann. Am Anfang sind wir so einen schönen Arctos gefahren und jetzt fahren wir es gar nicht, ja? Naja. Dann auch noch mit halbem Tank, aber ich glaube, das reicht für die Tour. Dann müssen wir jetzt nicht extra tanken fahren, hoffe ich. Das müsste eigentlich reichen. Immerhin kommen wir damit 1395 Kilometer weit. Der zieht echt nicht schön. Ja, es heißt also auch beim Autofahren, jedes Auto fährt anders, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber der. Kein schönes Getriebe. So, jetzt geht's gleich auf die Autobahn. Erste Tour auf der Autobahn, ne, Leute? Es geht schon rund hier. Auf die A2. Ich muss mein Lenkrad für dieses Spiel noch einstellen. Ich blinke setze zurzeit nur mit Tastatur, weil ich alles noch nicht auf dem Lenkrad eingestellt habe. Lassen wir noch vorbei, oder? Ah ne, hier müssen wir ja schon wieder raus. Auch toll. Bisschen mit Motorbremse arbeiten. Beziehungsweise haben wir natürlich auch einen Retarder, den man nutzen kann, aber wie gesagt, zurzeit muss ich alles mit Tastatur einstellen und genau deswegen erstmal noch nicht Retarder nutzen.
Ja, ich habe das Ding ja mal ich sag jetzt mal angelernt. Berufskraftfahrer. Aber so gut kenne ich mich auch nicht mehr damit aus. Ich habe mich nicht mehr genau damit befasst. So, lieber Busfahrer, du lässt mich vorbei, hoffe ich. Daher. Ein scheiß LKW fahren wir da. Ein Scheiß, echt. Okay, in den 12. Gang war jetzt ein bisschen zu viel. Selbst der 10. Gang ist ja schon noch zu stark für die Steigung. Was ist denn das jetzt? Hier, guck mal, lieber Scania, dein anderer Scania, der überholt dich. Du Depp. Schau. Kühe überholen uns. Jetzt dann mach er mal hin. Alter Schwede. Auch toll. Darf der überhaupt so schnell fahren? So, das mache ich jetzt nicht. Ansonsten provoziere ich ja eigentlich nur einen Stau. Das ist ja das, warum auch so oft auf der Autobahn Stau existiert, ne? LKW-Fahrer hier machen ein Wettrennen. Wir haben hier nur 80 und auf der Landstraße, ne, schön gemäß 60 fahren, wie die Edeka-LKWs immer. Die halten das immer schön ein. Auf der Landstraße 60. Da hatte ich auch schon bei meiner Berufsschule, als ich den Beruf angelernt habe. Ausbildung wurde aus Gründen, die ich nicht sagen will, abgebrochen. Auch Edeka-LKW-Fahrer dabei. Beziehungsweise Edeka-Lehrlinge. Die halten wirklich ihre Geschwindigkeit ein. Das ist wurscht, ob die Lebensmittel fahren oder nicht. Die halten ihre Geschwindigkeit ein. Deswegen fand ich es immer wieder witzig, wenn wir im Urlaub gefahren sind. Und dann heißt es, naja, warum geht's denn jetzt so langsam auf der Landstraße voran? Ja, vor uns fährt eine Edeka-LKW. Ah! Okay. Ich als Kind immer, sind die wirklich so langsam? Dann so, ja. Halt. Falschen Blinker gesetzt. Obwohl wir dich jetzt eigentlich überholen könnten, lieber Kollege. Wie gesagt, alles nur mit Tastatur, deswegen vertippe ich mich hin und wieder mal. Die Kühe? Muh. Sehe ich mal, ihr Kollege, ich hol dich ein. Depp. Hui. Warum fahren die alle hier so langsam auf der A7 sind wir jetzt? Ich lasse jetzt einfach mal rollen, ich gebe jetzt gerade kein Gas. Das kann das Ding wenigstens rollen. Also bergab ist es schnell, bergauf ist es eine lahme Ente. Man merkt es hier schon wieder. Ey, wir haben nur einen kleinen Container drauf, ja. Nee, jetzt zerzweigt die ja.
zweigte er ab, ist an der Ausfahrt, ne? Die muss ja bei einer Autobahn immer so abzweigen, finde ich ja voll real. Vor allem, wenn man weiß, wie es auf der Autobahn wirklich zugeht und wie die eigentlich richtig gebaut ist, ne? Aber egal, jetzt bleiben wir einfach mal hier auf der Mittelspur, weil da kommt schon wieder eine Ausfahrt. Bei welcher Großstadt sind wir denn? Hamburg? Ja doch, das ist eine richtige Großstadt, das stimmt schon. Hamburg. Hamburger Hauptbahnhof. In Kürze erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Nee, Quatsch, wir fahren weiter nach Kiel. Tschüss Hamburg, da war die Ausfahrt nach Hamburg. Die zweite. Die erste. Mal gucken. Hier geht's dann noch nach Rostock und Berlin. Nee, dann war das die zweite. Wir müssen nach Kiel. Ja, nach Kiel. Muss ich mal gucken, ob wir uns da einfädeln können oder ob da wieder von jemand von der Auffahrt kommt. Dann würde ich mich gerne auf die rechte Spur einfädeln. Ich bin ja nicht so der Linksfahrer, auch nicht in Realität. Hui, schaut euch diese grüne Wiese an. Wie süß. Bleiben wir lieber auf der rechten Spur, weil jetzt kommen ziemlich schnelle Fahrer und da können wir nicht mithalten, da halten wir nur den Verkehr auf mit unserem Truck. Mit unserem wunderschönen Kasten, ne, Container, die Kasten, die bunten Kistchen. Fahren wir bestimmt für DB Schenker. Ja, genau, jetzt biegst du auch ab, du Pappnase. Ja. Logisch! Pfosten. So bin ich drauf, wenn ich ETS 2 spiele. Ja. Der Kerl will auf die Linksabbiegespur abspielen. Linksabbiegespur. Wo bin ich denn? Auf die mittleren Fahrstreifen abbiegen und bleibt da einfach mal stehen bei der Ausfahrt. Achso, jetzt fährt er weiter. Jetzt hat er sich kurz entschlossen, von rechts zu überholen. Du bist ein Depp. Nee, hier ist schon wieder eine Ausfahrt. Ey, ich liebe es. Lässt du uns noch vorbei? Ach, ich quetsch mich hier einfach rein. Komm, das macht die KI bei uns auch. Die KI hier vom ETS, die ist geil. Dürfen wir gar nichts gegen sagen. Echt super. Wie logisch die manchmal sind. ATS aber genauso. Bremsen die einfach mal so ab. Und hier müssen wir aus, okay. Wie jetzt? Jetzt willst du nur eine Fahrt. Willst du mich veräppeln? Ja. Auch gut, auch gut. Logisch. Die Fahrt nach Kiel ist ja schon interessant. Mal gucken, wie es dann weiter wird, ne? Es ist... Ich versuche mich dann auch für euch ein bisschen mehr mit LKWs zu beschäftigen, damit wir auch ein bisschen über LKWs reden können und so, aber erwartet nicht zu viel von mir, denn das ist nicht mehr meine Materie, ne? Wie gesagt, Ausbildung mal angefangen, wurde abgebrochen.
Und daher, ich habe damit jetzt eigentlich nicht mehr so viel am Hut, eher mehr mit Eisenbahn. Und ich habe gemerkt, jetzt mit der Haarschaltung, also es war letztes Mal eine Verwandte bei mir, mit der Haarschaltung, die wollte unbedingt mal fahren. Die hatte mit der Haarschaltung ziemlich Probleme. Also, das muss man wohl lernen, ne? Das Witzige ist, ich habe mir das G27 schon gekauft, da hatte ich ja schon meinen Autoführerschein. Und daher kannte ich mich ja mit Schaltgetriebe schon etwas aus, ne? Und das jetzt in eine Simulation umzusetzen, die halt nur mit größeren Fahrzeugen sind. Oh Mann, ich vergesse immer wieder, dass ich auf die Taste, wo ich beim ATS blinke, hier noch nichts draufgesetzt habe. Da ist nichts drauf. Jetzt müssen wir doch tatsächlich wieder in dieselbe Parklücke, ne? Na, da wollen wir nicht hin. Sehe nichts. Na, der Auflieger, der kommt quer. Ne, der wird genau auf den drauf gepresst. Ne, das passt nicht. Kam ein bisschen schief rein. Naja. Können wir noch korrigieren. Keine Panik. Ein Kumpel von mir ist auch LKW-Fahrer vom Beruf her, also Berufskraftfahrer, ne? Hat umgeschult, war davor auch Bahnwärter und ja. Und dem kann ich auch noch ein bisschen was beibringen. Den kann ich. Nee, der kann mir noch ein bisschen was beibringen. So meinte ich das nicht ich ihm, sondern er mir. Und. Ich hätte doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht mehr schaffen. Halt, jetzt bin ich auf die Map gegangen, verdammt. Gut, das war unsere erste Tour, unser erstes richtiges Let's Play. Und so schlecht haben wir uns doch gar nicht angestellt, ne? Nö, wir sind Level 1 Neuling. Jo, dann machen wir unsere Fähigkeit gleich mal bei Fernfahrt rein, meine ich. Und ADR machen wir später irgendwann. Ne, Gefahr gut. Jo, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play ETS 2.